Recht herzlich willkommen zur 46. Folge von Europa Universalis 4 und das Ganze mit Frankreich. Ja, letztes Mal war nicht ganz viel, ne? Passiert doch, die Österreicher, die sind hier rechts da am Kämpfen in der Provence. Wir haben uns an dem Krieg aber nicht beteiligt, weil wir da einfach nicht gerade in der Lage zu sind. Können wir hier die Zeit voranschreiten lassen. Und hier oben sind die Österreicher, die blockieren schon wieder was von uns. Das sind auch die Österreicher hier. Gefällt mir ja natürlich gar nicht, ne? Ja. Wie sieht das mit Aragon aus? Ah, okay. Jetzt haben wir eine Kernprovinz mehr. Okay. Influenza, okay. Stellt den Hafen unter Quarantäne und lasst sie sterben. Okay. Das ist nicht die erste Grippe in unserem Land. Was machen wir da? Hier haben wir produzierte Handelsgüter. Anschluss produzierte Handelsgüter minus 50. 97, wir haben... Oh. Schwierig, ne? Ja, ich nehme das. So, das ist jetzt eine Kernprovinz. Aber die Rebellen, die haben sich deswegen... Die Unruhen haben sich deswegen nicht geändert, oder? Ja, das müssen wir gucken, wie wir das noch hinkriegen. Ja, Fisch wird da produziert. Jetzt hier Salz. Da ist Wein, da auch. Und da gibt's Wolle. Wie viel Geld haben wir denn so? Was läuft da? Gucken wir mal hier durch. 211, was machen wir mit unserem Herrscher? 122. Ja, das gleicht sich dann ja alles aus, läuft alles gleichmäßig hoch. Mhm. Freihandel erhöht und zusätzlich Steuereinnahmen, okay. Sind wir mit 8 unterwegs? Das ist alles relativ wenig, ne? Gucken wir weiter durch hier. Waffenstillstände, ist klar. Da sind wir dran. Auch wir haben einen zweiten Diplomaten frei. Mit wem sollten wir unsere Beziehungen denn verbessern? Das ist die Frage. Ja. Beziehungen zu Provence sind 49. 123. Was ist mit Lüttich? Österreich minus 191. England ist noch nicht mal so schlimm. Österreich ist viel schlimmer. Was ist unten mit Aragon? Personalunion mit den Spaniern. Vielleicht sollten wir uns mit den Spaniern mal verbessern. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Mach das mal erstmal alles hier zu. Nee. Beziehung da, Beziehung verbessern. Senden wir den dahin. Gut, minus 73 müssen wir mal was Besseres rausmachen. Wie sieht es mit den Portugiesen aus? Minus 10, okay. Hätte ich jetzt schlimmer gedacht. Ein bedeutender Mann in unseren Diensten ist gestorben. Was haben wir hier denn? Ein Darlehen wird bald fällig.
163 haben wir nicht. Wie viel Darlehen haben wir denn? Eins noch, okay. 83 fällig. Drei Prozent Zinsen. Ne, hier sehen wir das ja. Dezember 1498. Ach, das ist ja noch ganz lange hin. Gut, aber lassen wir die Zeit mal laufen. Ich glaube, wir können auch mal ein, zwei Stufen schneller gehen. Die Engländer blockieren uns hier unten schon wieder. Ist ja auch nett, ne? Was macht der Handel hier? Da kriegen wir nix. 9%, 0,9 wird umgeleitet. Da ist 0,3. 0,6. Ja, hier ist am höchsten, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da einen Einfluss haben. Finnland wäre hier total. Ne, das ist Schweden. Da ist irgendwo gerade Frankreich gewesen. 1%. Ja. Da haben wir 30%. 210 Handelseinfluss. Hier 50% hat Frankreich da. England hat es dann natürlich auch noch, ne? Da. Gut. Diese Länder gehören Spanien. Oh, guck, die ziehen gerade weg. Blockieren uns nicht mehr. Gut. So, jetzt wieder eine Karte aufgerufen. Oh, warte, hier können wir wieder was bauen. Aber das wollen wir ja jetzt nicht unbedingt, oder? Schiffswerft, eine Baracke. Ich mache die Entwicklung, das ist das, was vielleicht besser wäre. Verwaltungsmacht. Diplomatische Macht und das ist Militär, ne? Die Mannstärke erhöhen wäre da angesagt. Okay, wir haben einen neuen Feindenkrieg erklärt. Wer ist das? Portugal hat Tunesien den Krieg erklärt, okay. Mhm. Diplomat dann abberufen, ja. Beziehungen da verbessern. Können wir auch machen. Besetzt durch England. Ach, die Engländer besetzen gerade die Provence. Alles klar, jetzt komme ich hinter, warum das gestrichelt ist. Alles klar. Das ist nicht gut, ne? Mit den Spaniern kommen wir in besseren Einklang hier. Automatisch speichern. Wir müssen die Zeit erstmal laufen lassen. Ein Beraterplatz im Freien. Oh, okay. Ja. Die beiden unteren könnten wir uns leisten. Der bringt plus 2. Verstärkungsgeschwindigkeit 33 plus. Und hier an. Mehrunterhaltsmodifikator minus 10%. Der ist eigentlich der bessere dann. ...6,2 monatlich, 1,5 monatlich. Wie sieht's monatlich momentan aus?
3,69 nur. Anhalt hat Thüringen den Krieg erklärt, okay. Ich glaube, wir nehmen den dabei, ja. Wohl. Ah. Abbrechen. Mhm. Tja, das sind schwere Entscheidungen. Harmlose Nachlässigkeit. Vertragliche Missachtung bis 13. Mai. Lokaler Handelseinfluss plus 100%. Oder Steuermodifikator plus 100%, oder? Die Soldatenzahl. Hm. Tja. Entweder das erste oder das zweite, das dritte brauchen wir nicht. Ich tendiere zum zweiten. So, jetzt haben wir hier noch. Großer Führer. Den nehmen wir dann. Der hat auch hier Armeeunterhaltsmodifikator minus 10%, das ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Ja. Da gibt's noch zwei. Die sind nicht so schön. Ja, das ist alles jetzt nicht, was wir brauchen, ne? Gut. 139. Was war das? 165 oder sowas? Dann konnten wir unsere Sache schon, okay, der Rebellenaufstand. Gucken wir uns mal die Methoden an. Da verlieren wir Prestige, was wir sowieso schon nicht haben. Administrative Macht, die können wir uns auch gar nicht leisten, die zu benutzen. Ja. Das letzte wär's, ne? Ja, ich lasse es aber nochmal stehen erstmal. Das Darlehen wird bald fällig. Okay. Können wir noch nicht zurückzahlen. 186 müssen es sein. Würzburg gibt es von Militärzugang. Würzburg lassen wir mal zu. Wer ist das? Hainaut wünscht eine Staatsehe. Da müssen wir erstmal gucken. Aha. Ja, ich glaube, das nehmen wir mal an, ne? Na, das ist hier zwar, aber da sind die Österreicher noch hinter. Das sind unsere Nachbarn. Komm, zack. Mach mal eine Staatsehe raus. Zeit weiterlaufen lassen. Namur und Hainaut. Dann haben die Österreicher auf der anderen Seite, ne? Die sind zwischen uns sozusagen. Wen haben die denn da so? Lüttich. Bündnis mit Köln.
Gegen Aachen, Kriegsgrund. Ja, das hört sich doch gut an, dass das Feinde sind. Und wen haben wir jetzt da? Die Pfalz möchte durch. Lasse durch. Okay, abberufen. Imperiale Befreiung, okay. Schottland. Haben wir da auch irgendwas? Okay, die Protestanten kommen voran, ne? Ja. Viel passiert ist nicht. Das ist klar. Können fast, lass mal gerade noch laufen. Können fast unser Darlehen zurückbezahlen. Müsste dann auch passieren. Alles andere ist momentan nicht so dolle. Ja, können wir hier noch einmal die Übersichten anmachen. Da läuft was. War auch nicht gut. Beziehungen verbessern. Lüttich wollen wir gerade nicht die Beziehung verbessern. Können wir mit denen mal gerade machen. Wir haben ja noch einen Berater frei. Ja. Das passt dann schon. Gehen wir hier wieder hin. Finanziell 3,69. Kommen wir auch mit klar. Ja, Handel ist jetzt nicht prickelnd. Technologie, gleich geht's hier weiter. Stürmen und Schießen. Ja, hier geht's auch langsam voran. Was ist das? Ein bedeutender Mann ist gestorben. Sind wir alle noch da? Okay. Dann haben wir hier Wirtschaftsideen. Ja, da können wir noch nichts machen, glaube ich. Dann würden wir vielleicht die Entdeckerideen nehmen. Ja, unsere Ziele sind immer noch die gleichen, die ändern wir auch gerade nicht. Okay. Jetzt wird es besser da. Kriegsmöglichkeit haben wir nicht. Stabilität geht. Gibt Schlimmeres. Kirche. Ist auch nicht so unser Ding. Soldaten. Haben wir noch zu wenig. Können wir noch mehr haben. Aber auch nicht viel Unterschied. Und dann ist das hier gleich durch. Und den Kredit können wir auf jeden Fall abbezahlen. Das sollten wir vielleicht tun. Wo war der? Na komm, gehen wir über den Weg hier. Automatisch speichern. Da den Tilgen zahlen wir zurück, dann haben wir das weg. Besser ist das. Sind wir auch hier schon ein bisschen besser wieder geworden. Alles gut. So, wie viel brauchen wir noch? Was haben wir hier noch? Ja, das kennen wir alles. Was ist das denn? Sie wird unsere Beraterin sein. Wurde nach der Grenze zwischen dem Aztekenreich und der Halbinsel. Ja, könnt ihr hier auch selber lesen, ne? Prestige. Conquistator. Tja, gute Frage, ne? Das ist dann für die neue Welt, oder wie? Ile-de-France. Zwei Diplomat. Was machen wir da? Keine Ahnung. Ich würde jetzt was sagen, wir lassen es erstmal stehen. Aber es geht jetzt nicht gerade. Ja, schwierig.
Schwierig, schwierig, schwierig. Wenn wir in die neue Welt wollen, brauchen wir das, glaube ich. Prestige sind wir gerade bei. Minus 10. Ja, was bringt uns das dann? Vielleicht sollten wir das Prestige nehmen, damit wir besser werden hier. Ja, komm. Ja, das war jetzt die Entscheidung. Wie sieht's hier aus jetzt? 562, 558. Schottland. Ja, akzeptieren wir. Schotten. Was ist das? Die Technologie, da können wir investieren. Genau, da sind wir jetzt auch richtig. Und das machen wir auch. Gut. Stürmen und schießen. Feuergeschwindigkeit und machte seinen Benutzer auffällig. Aber jetzt geht's hier ein bisschen. Okay, jetzt ist Pause drin. Militärtaktik plus 0,25. Frontbreite um 1 erhöht. Infanteriefernkampf plus 0,25. Kavallerienahkampf plus 1. Kann nun Regimentscamp bauen. Okay. Und das ist gut. Flottentradition, zähe Seemänner. Mhm. Das ist also auch prima. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für diese Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.